Da sind wir auch zu sehen. Den Benni habe ich jetzt wieder ausgetauscht. Obwohl es sehr schön mit ihm war, aber er spielt jetzt nächstes Spiel um Platz 3 gegen Jakob und Julia, die gerade hier verloren haben. Und hier steht es jetzt 1-0 für Kevin und Sophie. Die hatten jetzt eine kleine Pause, während Wolfgang und Verena direkt wieder spielen müssen. Wieder der gleiche Passversuch von der Sophie auf die mittlere Figur von Kevin. Schuss vom Wolfi. Kevin und Wolfi verteidigt sehr langsam gegen Kevin. Ich bin auch schon sehr gespannt auf das Mitte-Duell zwischen der Verena und dem Kevin. Kevin blockt hier. Und Wolfi hält wieder. Genau. Sehr aktive Mitte vom Kevin. Verena holt sich den Ball, schaut zum Ausgleich. Und da ist er. 1-1. Pass kommt nicht an. Verena versucht sofort wieder den Bandenpass. Schneller Schuss, aber auch wieder gehalten von Wolfi. Das heißt, der dritte Schuss in Folge gehalten. Verena über die Bande. Diesmal Block von Sophie. Oma, ja, das ist Oma, wenn du noch da bist. Bitte so zu mir leiten. Schussversuch vom Wolf. Verena kann ihn nicht catchen. Der Schuss von Kevin in der Mitte. Passt zur Bande hin geblockt. Macht es besser und hat die Chance auf die Führung. Das ist bis jetzt noch nicht das Spiel der Stürmereien. Und der Konter. Gibt er natürlich, ja. Wenn man einen Konter bekommt, das kenne ich sehr gut. Und das 2-2. Solide. Erstes Tor von Kevin. Pass von der Sophie kommt durch auf die mittlere Figur von Kevin. Versucht er kurz dazwischen durch. Ich glaube, da wollte der Wolfi auch ein bisschen drauf locken. Kriegt er schon aus, ohne schneller Einsatz. Vielleicht schon ein bisschen ärgerlich, dass die Snacks nicht so gut funktionieren. Aber die Mitte ist da. Und jetzt Andeutung kurz durch die Mitte. Schöner Pass von der Verena über die Bande. Und Tor. Super Tor. Also wichtig. Timer von Kevin.
Chance auf den Satz hier. Mixed-Doppel, Spiel um Platz 3, Julia Holler, Jakob Heinrichsberger gegen Marina Tabakovic, Benjamin Wilmore, Zwischennummer 2. Holler Heinrichsberger gegen Tabakovic, Wilmore, Zwischennummer 2. Leider kurz nur für uns selbst gesprochen, aber jetzt sollten wir wieder für euch da sein. Aber ihr seht ja Gott sei Dank alles. 4:4, Spanier kann es kaum sein. Wolfi kann den Ball gerade noch retten, bevor er zum Kevin kommt. Und das Timeout. Erstes Timeout. Dürften doch schon beide Timeouts genommen haben in diesem Satz. Wolfi ist einfach getroffen, aber ist eh egal, wir brauchen eh keins mehr. Und los geht's. Gut gecatcht von Kevin. Jetzt haben wir die Chance. Auf ja, und hält. Kurz abgeklatscht und 1:0 in Sätzen für Kevin Hunsdorfer und Sophie Jobsmann. Geht schon wieder weiter im zweiten Satz. Ganz langsamer Pass, der ist ein bisschen ausgekommen. Ein bisschen Problem noch mit der 3, die Verena. Ist nicht ganz so gekommen, der Schuss, wie sie das gern gehabt hätte. Aber kann den Pass abfangen und wieder die Chance zum Führungstreffer im zweiten Satz. Von Kevin in der Mitte. Immer noch 0-0 in diesem zweiten Satz. Ball liegt tot, oder? Nein, ist wieder da.
etwas, ich weiß nicht, ob es geplant war. Schneller Pin. Der Snake. Verliert aber den Ball. Passender Such von Wolfi, geblockt von Kevin. Jetzt mal ein Schussversuch von Wolfi wieder. Sehr, sehr schöner Pass. Schöner Pass, ja. Und gleich verwertet. So muss das sein, bis noch einen Pass. Und da ist auch schon wieder ein Tor gefallen. Ein Satz. Kevin legt ihn durch und verarbeitet auch. Klopfer. Hin und her wieder. Wie im ersten Satz auch schon. War es ein 4-4, jetzt sind wir 2-2. Rutscht der Ball durch. Versucht es wieder länger zu warten, Kevin. Tor von Wolfi. Schönes Tor. Das ist der Führungstreffer. 3-2 für Wolfgang Breuer und Verena Rohrer. Foul reklamiert und sofort den Ball auch wieder bekommen. Sehr fair das Spiel da. Und das nächste Tor von Wolfi. Ja, im Halbfinale auch sehr viele Tore von hinten. In einem Satz waren sogar 3. Jetzt dreht er auf. Schussversuch in der Mitte und gut noch gehalten. Spielt wieder auf jeden Fall um einiges schneller und aggressiver gerade. Ja, das will hier keiner verlieren. Gefällt ihm gar nicht, dass er jetzt 2 Mitte-Tor bekommen hat, der Kevin. Mitte? Ah, das ist der Tore. Dass er bei ihm in der Mitte für vorbeikommt. Und da kommt das Timeout. Timeout. Ja, ein bisschen wieder Ruhe in die Partie reinbringen. Ah ja, die beiden wechseln offensichtlich. Jetzt will der Kevin auch zeigen, dass er von hinten Tor schießen kann. Wahrscheinlich, ja. Aber ja, abgesehen von dem Sieg jetzt hier, den es noch zu gewinnen gibt, haben Wolfi und Verena, dadurch, dass sie so weit gekommen sind, eh schon die Qualifikation für Nantes, hat Benni gerade vorhin gesagt, okay. Durch das gewonnene Halbfinale. Sind Kevin und Sophie schon fix qualifiziert? Kevin und Sophie laut ihm schon qualifiziert sind. Vielleicht durch den WS-Sieg sind sie in der bei der letzten World Series Erster geworden? Kann sein. Das weiß ich nicht ganz genau. Jedenfalls meinte Benni, dass die beiden schon qualifiziert sind und somit ist derjenige, der gegen die beiden im Finale steht, egal ob er gewinnt oder nicht, derjenige, der das gewinnt. Und war das vorher fast schon das Finale eigentlich? Mehr oder weniger? Finale um den World Cup, aber jetzt geht es um das Finale. Wer wird österreichischer Meister 2021 in Mixed-Doppel? Schuss von der Verena, aber neben das Tor. Als Versuch mit der Kante von Wolfi. Dürfte bald etwas schmutzig geworden sein. Kurz reinigen und schon geht's weiter. Durch ein Geplänkel zwischen den Spielern. Dürfen beide gut drauf sein. Pass von Wolfi. Und Satzball für Froni und Wolfi. Und da kommt das Timeout. Hier nochmal Teambesprechung und dieser Blick von Kevin. Wolfi wickelt sich noch das Band, wie wir sehen. Jetzt geht er anscheinend vor, will den letzten verwerten. Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich den Wolffisch schon mal gesehen habe. Ja, Corona ist lang. Vielleicht lernen auch Verteidiger snaken. Was? Vielleicht lernen auch manche Verteidiger noch das snaken. Ja, vielleicht. Das ist bei mir auch so gewesen. Und weiter geht's. Mal sehen, was da jetzt kommt. Und Klesik hat ja auch schon ein paar Tore geschossen, aber nicht mit Snake. Aber er macht's mit der Snake. Genau, er trifft den leider nicht verwerten. Mal sehen, wie ein Wolf seine Mitte so drauf kommt momentan. Fällt den Ball da jetzt auf die 3. Und Sophie. Sophie trifft. Ein ziemlich schönes Tor. Ich hab Granate, Sophie! Ja, da wird schon gescherzt, 100% auf 3 und der war so fest drin, dass er nicht mehr rauskommen wollte. Ja, da freut sich der Kevin, dass er einen Stürmer vorne hat. Sozusagen 1-0 in Verteidigertoren mit der 3. Aber jetzt ist die Verena wieder vorne, spielt durch und wie der Satzball. Wie schlägt sie sich gegen den Kevin? Ui. Wieder Ball auf die 3. Schauen wir mal. Das wäre jetzt ein gutes Ob Comeback. Ob Sophie bei ihren 100% bleiben kann? Nein. Und direkt auf die andere 3, das geht jetzt hin und her. Und, schauen wir mal, Boni. Wartet lang. Gerade Nein. funktioniert leider nicht. Leider nicht verarbeitet. Schussversuch von Kevin aus dem Tisch raus. Ins Gemüse. Wolf in dem Schussversuch, aber neben das Tor. Vorwärtsschutter und jetzt plötzlich ein Goalie war. Ball ist wieder bei Froni. Erneuter Satzball. Und ja, da ist er. 1-1 in Sätzen. Zuerst das Nick lang runter und dann der Jubel der beiden. Jetzt steht es 1-1. Alles wieder von vorne. Bleiben die beiden so? Schau mal. Scheint so. Nein, nein. Doch nicht. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Und weiter geht's. Wir sind im dritten Satz, es geht 1-1. Die Maske kommt gleich wieder zurück, also die Anzeige, wie viel steht, wer wie viele Sätze gewonnen hat und auch unser wunderschönes Bild. Aber da sind wir schon wieder. Hier ist es auch schon. Ich habe nichts verpasst. Nichts, absolut 0-0. Gar nichts. 0-0. Ball im Gemüse. Dieser Tag ist auch schon für mich sehr lang. Aber nach wie vor sehr spannendes Spiel hier. Ein paar
Passversuch, leider nicht geglückt. Und again Gemüse. Wir kommen da leider nicht hin. Sehr ausgeglichen momentan alles. Froni noch mal am Durchschnaufen. Letzte Kräfte sammeln um 10:30 am Abend. So spät ist schon. Und Froni hat sich den Ball erkämpft. Sie lässt den Ball da durch. Und rechts, links drüber. Passversuch, Wolfi, sehr gut gecatcht. Der Ball trotzdem auf der 3 nach dem Passversuch von Wolfi. Sehr schnelles Spiel, ja. Aber Wolfi ist am Start. Passversuch. Leider nicht geglückt. Und wieder Kevin mit einer Chance. Und jetzt drin ist er. Erstes Tor im dritten Satz. Ich finde es sehr interessant. Das Spiel variiert sehr vom. Die Stürmer bestimmen das Tempo, die Verteidiger schießen viele Tore. Oder jetzt gerade alles sehr schnell. Ui, sehr schnell alles, ja. Kevin nur am Passschuss-Schuss. Aber auch die beiden haben noch Spaß. Und es geht schon wieder weiter. Ui, es geht schnell gegangen. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, die wollen einfach heim. Ja, ich glaube, wir wollen alle heim. Es ist echt schon spät und es ist erst der erste Tag. Morgen geht es gleich wieder in der Früh weiter. Und morgen ist Einzel. Sehr schöner Pass. Sehr schön. Kann ihn leider nicht verwerten. Ich denke, wir können am Ball vorbeigekommen, glaube ich. Und Froni hat ihn sich super gecatcht. Chance zum Ausgleich. Und drin. Lang drüber. Super. A nice one. Kantenpass von Kevin kommt nicht an, Ball ist tot und beim Wolfi geht's weiter. Schussversuch so kräftig, dass ihn der Kevin gar nicht behalten kann. Durchgenudelt auf die 3. Gerader Versuch. Sophie lässt sich da nicht loben. Hm? Und wieder links vorbei. So drehen wir das Spiel vom 2-1 Rückstand, so 2-0, glaube ich sogar. 3-2 jetzt vorne. Sehr starke Mitte jetzt defensiv von der Verena. Sophie kann eigentlich wunderschöne Schüsse von hinten rausschießen. Ich hoffe, wir sehen jetzt mal einen. Ja. Wie mit Ansage! Und dann schauen wir uns gleich nochmal an, wie ich sage. Also kann sich der Wolf nochmal eine Zeitlupe anschauen, wie er an den Ball vorbeigefahren ist. Sehr gut gekämpft von der Verena. Ja. Und wieder rechts lang. Führungstreffer. Ja. Nächster Ball. Stabiler ist schon wieder Schuss, Satzball. Ja. Ist jetzt wichtig, wer hier 2-1 in Führung gehen kann. Sophie kann sich den Ball behalten. Wieder ein Schussversuch. Ärger durch beim Geben, glaube ich, wenn die Pässe gerade nicht funktionieren. Aber es bewegt anscheinend. Wunder. Ja, Kevin sehr schnell. Fast schon ein bisschen gierig. Zu aggressiv. Aber es kann natürlich auch aufgehen, wenn man so schnell spielt. Und Wolfi nimmt das Timeout. 4-3. Wir blicken.
weiß nicht. Kleine Diskussion am Tisch. Ich glaube, es geht ums Verteidigen. Ja, ja, okay. Ich glaube, die Sophie wollte auch gerade, dass der Kevin wieder ruhiger wieder spielt. Mhm. Okay, böser Blick von Kevin. Und weiter geht's. Geblockter Schuss, aber wieder so scharf, dass der einfach aus dem Tisch rausspringt. Das ist auch eine Variante, um keine Konter zu bekommen. Korrekt. Sehr schöner Pass. Schöner Pass, ja. Mir gefallen auch die verschiedenen Varianten. Es ist immer ein bisschen anders, was die Sophie uns da zeigt. 4-4, Ausgleich. Kennen wir ja schon. Geht's. Satzball für alle. Mit der aggressiven Mitte von Kevin kann sich da den Ball auch nicht durchspielen, die Froni. Block landet beim Wolfi, der jetzt zum Schuss ansetzt. Fragezeichen. Rufzeichen. Aber man muss dazu sagen, alle vier Spieler an diesem Tisch haben genug Erfahrung, um auch mit dieser harten, und da kommt das Timeout, ja, um mit dieser harten Spielweise auch zurechtzukommen und mit dem Druck und mit, die beiden da am Blöden. Ja, genau. Also, während sie die imaginäre Sophie beobachtet. Genau, und Philipp Kutscherer anfeuert und wie heißt er? Andreas Gruber. Ja, genau. Also auf jeden Fall alle vier am Tisch haben die nötige Erfahrung und Routine. Die Routine, genau, das war das, was ich gebraucht habe, um eben auch mit dieser harten, schnellen Spielweise jetzt in so Drucksituationen. Ich meine, es ist natürlich immer schwer, aber wenn es wer kann, dann die. So. 5 € auf ein Konto. Oh. Den zahlst du oder den kriegst du, oder wie? Brauchst du nicht, ja? Froni enttäuscht mich. Oh, sowas doch nicht. Das hast du schon mal in einem Mixed-Finale? Ja, nein. Noch nicht. Bald. Dann steht's nach oben auf der Liste. Und wie schaut das aus mit diesem Satzball? Sophie verteidigt und Froni mit einer erneuten Chance und dem Timeout. Das Timeout jetzt im Satz. Ja. Spannend. Ich habe schon einmal erwähnt, der Ball ist jetzt sehr wichtig. Wenn jetzt 2-1 vorne ist oder 2-1 zurück, ist halt. Schau, das ist, würde Sophie sich selbst am Hinterkloppen. Schau. Ich glaube, es ist schon bewusst, dass Sophie immer recht spielen muss. Herrlich, herrliches Bild. So ein bisschen Inception hier, oder? So, schauen wir uns mal an. Sie ist ja nicht zu Unrecht auf dem Plakat. Darum steht sie auch im Finale. Was macht die Verena jetzt? Stanz links lang. Und jetzt die Ablenkungscall von der Verena, nachdem sie die Hände in die Luft gerissen hat. Jetzt diskutieren Kevin und Wolfgang ein bisschen darüber. Alle schauen hoch zu, oder die Mädels schauen hoch zur Tribüne, ja. Keine Chance auf den Ball haben kann. Ich kann ihn ja zum Beispiel, wenn er. Naja, er
das ist spannend, ich bin mir da gerade gar nicht einmischen. Ich habe nicht das Gefühl, hätte ich irgendwie haben können, weil abgehen. Aber warum kann ich nicht in der Luft? Ich bin schon in der Krim in der Luft. Aber wenn ich in meinem Bereich hochgreife, ist auch Distraction, wenn ich dann schieße. Aber ich kann nicht den Ball dadurch verlieren, wenn sie ihn nie kriegen können. Das ist ja nicht theoretisch das, was sie da gemacht hat, ist, wenn wir Ballkontrolle haben, nicht mal ein Foul. Das sind sie nicht mal weg. Das ist so nicht richtig. Aber ich wollte nämlich da sagen, was da kommt. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel den Ball habe, auf der Dreierreihe schieße und sie hinten mit dem Wind, ja, wird man das Tor auch bekommen. Natürlich, na klar. Und da habe aber ich selber einen kleinen Ball. Okay, also sie haben sich jetzt darauf geeinigt, dass es ein Foul war. Der Bühnenschiedsrichter Lukas Meyerhofer hat ja eingegriffen. Und hat gesagt, das war ein Foul. Froni hat durch das Hochheben ihrer Hände, sie hat nach dem Schuss die Griffe losgelassen und hat sich sozusagen entschuldigt oder geärgert, dass er rausgegangen ist. Allerdings war der Ball noch nicht ganz draußen. Ja, Ball war über der Spielfläche, dann ist es genau, als Ablenkung zu werten. Und Distraction im Fachenglisch. Und auch wenn Kevin keine Chance in dem Moment auf den Ball hatte, zählte das eben jetzt laut der... Und das ist der Konter und das ist jetzt sehr, sehr bitter. Das war sozusagen dann jetzt die Antwort. Und das, ja. Aber solche Sachen sind halt natürlich, es gibt dann immer so Grauzonen, wo man sich jetzt nicht sicher ist. Genau. Ich glaube, sie waren sich schon darüber einig, dass es eine Ablenkung ist. Ja, genau. Aber jetzt nicht genau, wie sofort kommen soll mit dem Spiel, wer sich den Ball behalten darf, wo er hinkommen soll. Die eine Seite hat eben gesagt, sie hatten gar keine Chance auf den Ball. Die andere Seite hat gesagt, aber es ist egal, weil es genau, so eindeutig ist mit Händen in die Höhe. Das ist halt und jetzt wurde eben entschieden, dass, es, dass er in der 5 aufgelegt wird. Auf der 5. Auch mal nachjustiert bei der Schmiere auf den Stangen. So, und jetzt steht es 2-1, das war ein sehr knapper dritter Satz. Froni packt ein neues Band aus. Hier wird nochmal gewechselt. Die Galando-Griffe sind ohne Bänder ganz schön hart, weil sie aus einem sehr harten Plastik und mit Holz einsetzen. Genau, und ohne Griffbänder, vor allem wenn man so viel spielt und vor allem wenn man Dinge spielt wie Snakes. Dann hat man ein offenes Handgelenk. Ja, und keine Kontrolle, weil das einfach zu rutschig ist. Ja. Daher, op, es geht schon wieder weiter. Vierter Satz und los geht's. Arena am Ball, kann den Ball durchbringen auf die Reihe. Schauen wir gleich, wie sie in den Satz startet. Schief und vorbei am langen Weg. Kevin trifft. Erster Schuss, erstes Tor. Kevin kann noch den Mittepass catchen von der Verena. Wolf wieder ein bisschen, dass er einen Pass spielt. Zum zweiten Mal. Beim ersten Mal hat er noch nicht bekommen. Hat er mal bekommen und lang nach rechts. 2-0 schon. Nach sehr kurzer Zeit. Und es wird sofort weitergespielt. Stickpass über die Bande kommt nicht an bei der Froni. Das ist 3-0. Ich sag's jetzt mal, jetzt sollte sie den Timeout nehmen. Meiner Meinung nach wieder nicht ideal, beim 3-0 kein Timeout zu nehmen. Das ist halt schon zweimal in die Hose gegangen. Chance zum 4-0, dann will er einen Clean-Shot probieren. Kevin wirklich in Rage. Aber gefällt mir. Das ist mir nur
Snakes und auch ein Trickschuss. Da ist der Ball wieder bei der Boni vorne. Jetzt ist es wichtig, sie muss treffen. Und das zwischendurch, aber... Alle hochkonzentriert am Tisch. Passversuch. Pass ist jetzt abgelenkt worden und kommt so zum Wolf auf seine 2. Und ein Foul wird gecallt. Ja, Arena hätte, glaube ich, den Ball auf der 3 haben können und ist dann angeschlagen worden. Und so viel blockt auf Kevins 3. Kevin versucht wieder die schnelle Snake rechts lang. Alle erhöhen jetzt hier ein bisschen das Tempo. Ich glaube, hier will sich hier, das will sich hier niemand so schnell nehmen lassen. Ich glaube, dass der Kevin auch einfach beim. Er will jetzt den Sack zumachen, also 3-1. Er will es nicht mehr lange packen. Aber Roni ist da auf jeden Fall auch dahinter. Anschlusstreffer. Vielleicht kommt auch mal wieder ein schönes Tor vom Wolfi von hinten. Schauen wir mal. Das vorher scheinbar bei der Sophie prophezeit, mal sehen, ob sie das auch nicht schafft. Mal schauen, ja. Nein, diesmal leider nicht. Vielleicht im zweiten Anlauf. Ja, vielleicht. Oh, Wolfi. Er hat zwar einen Pass versucht, aber der kommt zum Kevin. Spielt da schnell hier und die eine in der Mitte. Versucht den schrägen Pass mit der zweiten Figur. Passversuch geblockt. Schussversuch kommt auch nicht so richtig durch. Da hat der Wolf, glaube ich, Ball nicht so getroffen, wie das hätte wollen. Passversuch rutscht durch. Gut gefangen vom Wolfi. Das ist auch wichtig. Er verliert den Ball und Sophie steht im Tor wie eine Mauer. Wieder ein Fleck am Ball. Schussversuch und der landet beim Kevin. Schneller Schuss oder nicht? Ich sag schnell. Jetzt lässt er sich wieder lässt viel Zeit. Lässt sich Zeit. Jetzt merkt, die letzten paar Schüsse waren jetzt nicht mehr so ideal. Aber auch da ist der Wolfi. Ich glaube, ein Wolfi ist es lieber, wenn er sich mehr Zeit lässt. Da kann er sich besser darauf einstellen. Und jetzt ist ein sehr, sehr schöner Pass. Das heißt, es ist der Ausgleich nach dem 3-0. Ah, er verliert jetzt den Ball. Ungünstig in der Situation. Kanten, pass auf die mittlere Figur. Sehr langsam durchgegangen. Und lang rechts. 4-2. Das sind jetzt Matchbälle. Die nächsten, nächsten 3 Bälle sind Matchbälle für Kevin und Sophie. Schneller Schuss von der Frau. Aber geht's gleich weiter. Die haben keine Zeit zu verlieren. Hier will jeder schnell gewinnen. Und wieder dasselbe passt, aber es war jetzt ein Foul, glaube ich. Ja. War der Schlag von der Froni dabei. Und das ist der Matchball. Geil. Alles noch drinnen. 4-3 ist kein Vorsprung. Wie ist dein Lieblingsspruch? 2-0 ist keine Tür und 2-0 ist 3-4 kann man, ja, kann man auch bei 3-4 sagen. Achso, du meinst, it's not over till it's over. Ja, also, dir ist nicht eingefallen. Ich habe nicht gewusst, was du jetzt genau meinst. Ah, und da kommt das Timeout. Ja, normalerweise im TikTok in Wien ist das irgendwie so der Lieblingsspruch, wenn jemand schon 2-0 hinten liegt. Ach, 2-0 ist keine Führung.
Wolfi lobt noch mal die Arena. Hier ist nochmal Teambesprechung. Underestimaten sich da ein bisschen selber, glaube ich. Aha, schauen wir mal, wer da den Match bekommt. Jetzt bin ich ja gespannt. Ganz was Neues. Wolfi muss sich jetzt darauf einstellen, dass er jetzt nicht gern Kevin verteidigen muss. Madame. Und auf die Tischansicht. Oder? Und sie hat den Ball verloren. Das ist leider ungünstig. Das ist wirklich ärgerlich, ja. Vor allem, es ist natürlich auch was Schönes, einen Matchball zu schießen. Nicht nur was Wichtiges. Ich glaube, von Wolfi kommt jetzt ein Pass. Ja, nicht schlecht. Ja, sobald die Sophie vorne ist, fühlt er sich konfidenter, dass er einen Pass vorbeispielen kann. Und hier beim Kevin ist er sich da eben ein bisschen unsicher. War auch vorher schon so. Sobald die Sophie nach vorne geht, probiert der Wolfi einen Pass. Und ja. Vielleicht ist auch deswegen nach hinten gegangen. Ja. Wir haben hier die verdienten Gewinner in Mixed Doppel. Sophie Jobsmann und Kevin Hunsdorfer. Ja, die Favoriten haben sich durchgesetzt, denke ich. Wolfi aber und Wolfi Verena und Froni haben auch sehr gut gespielt, das muss man ihnen lassen. Sehr gut gespielt, auch neu zusammengestellt in der Konstellation, noch nicht viele Turniere gespielt. Ja. Alles sehr gut eigentlich. Wir werden jetzt dann kurz in eine Werbepause gehen und danach gibt es natürlich Siegerinterviews mit Cameo und den stolzen Gewinnern Kevin Hunsdorfer und Sophie Jobsmann. Und wir sind wieder live und sehen schon unsere glorreichen Sieger. Ich schalte jetzt zur Cameo für das Siegerinterview. Staatsmeister Mix 2021, Kevin und Sophie. Die Sätze waren eigentlich relativ knapp, aber dann in Sätzen doch recht eindeutig 3-1. Was war euer Gefühl während dem Spiel? Panik. Nein, einfach auf den Kevin verlassen. Das ist immer mein Motto. Und Kevin macht das schon. Und du hast dich auf die Sophie verlassen, oder wie? Wie immer, wie immer. Gegenseite zieht sich an, oder? Gibt es ein Erfolgsrezept? Ich meine, ihr werdet das wahrscheinlich nicht verraten, aber was ist das Mindset, mit dem ihr an so ein Finale rangeht? Ich meine, ihr habt schon einige zusammen gewonnen, aber es ist ja doch dann jedes Finale wieder aufregend, würde ich sagen, oder? Ja, also ich habe schon immer Druck, wenn ich im Finale stehe mit dem Kevin. Wir machen es oft gegnerabhängig. Also wir besprechen schon vorher, okay, wer steht jetzt gegenüber? Was ist klug, was ich tue? Was ist klug, was der Kevin tut? Meistens geht es um mich, was ich zu tun habe. Aber geht Sinn. Ja, er muss Tore schießen. Du musst er muss die Tore schießen, ist richtig. Aber ja, wir besprechen einfach vorher immer, was klug ist. Ob ich mehr passe, ob ich mehr schieße, solche Dinge halt. Das ist richtig, aber ich denke, das Motto eher von dem Turnier oder beziehungsweise von der Staatsmeisterschaft war halt eher, dass wir schauen, dass wir unser Spiel einfach spielen, ja, dass wir uns nicht zu viel von anderen Dingen einfach beeinflussen lassen, egal ob das jetzt irgendein gewisses Tempo ist am Tisch oder sonst irgendwas. Und das waren eigentlich, sage ich mal so, die Basic-Aufgaben, was wir halt eigentlich im Mixbewerb dann mit zusammen durchgezogen haben. Und ich habe gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Info stimmt, deswegen frage ich es euch jetzt nochmal, dass ihr schon qualifiziert seid für den World Cup. Das heißt, eigentlich gab es jetzt zwei Sieger, oder? Also zwei Siegerteams, weil Wolfi und Verena haben jetzt trotzdem auch sozusagen ein Ticket nach Nantes gewonnen. Das heißt, ihr seid qualifiziert über? Die Rangliste. Kevin ist Nummer 1 in der Rangliste. Und ich hoffe doch, dass er mich auserwählt als seine Mixpartnerin. Also, ja. Never change a winning team. Nein. Das hat eigentlich 2019 schon gut funktioniert bei der WCS. War halt die letzte Galando-WCS seit Corona. Und seitdem sind wir eigentlich bei dem Konzept geblieben. Und für alle, die euch nicht kennen, wie lange spielt ihr schon Discfußball? 2010 habe ich angefangen, Turniere zu spielen. 2009 habe ich mit der Vereinsliga angefangen in Wien. Du? Ich seit 15 Jahren, also seit 2005 eigentlich schon. Also eigentlich schon fast 16 Jahre jetzt. Ja. Und wie lange spielt ihr als Team zusammen? Ich glaube, 3 oder 4 Jahre. Länger, Schatz. Ich glaube, 7 oder 8 Jahre. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, die Zeit vergeht schnell. Aber so lange eigentlich schon.